In dieser Folge besuchen wir ein altes Sperrgebiet. Das Besondere daran, ein riesiges Ferienresort hat sich dort angesiedelt. Doch baden und spazieren Touristen tatsächlich zwischen tonnenweise Munition und anderen Altlasten? Der Schwede, hier ist ja alles voll. Es sieht ja so ein bisschen aus, als wenn hier gegraben worden ist und die ausgebuddelt wurden. Wir sind dieser Frage nachgegangen und stießen dabei auf viele interessante Sachen. Hey Freunde, ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Abenteuer im Jahre 2024. Und bevor es losgeht, ich hoffe, ihr seid gut und gesund ins neue Jahr gekommen. Ihr habt eure guten Vorsätze erreichen können. Und ich hoffe, es geht euch einfach soweit gut. Ich will gar nicht zu lange um den heißen Brei reden, denn wir starten mit einem Abenteuer, was uns über viele Wochen begleitet hat, wo wir viel Zeit und teilweise auch viel Herzblut investiert haben, wo wir keine Kosten gescheut haben, weil wir einfach das Rätsel lösen wollten. Und ich denke, das wird eine ganz interessante Geschichte. Von daher zeige ich euch jetzt mal, um was geht es denn eigentlich genau. Um euch das Ganze mal so ein bisschen anschaulicher zu machen, habe ich das Ganze jetzt mal auf meinen TV verlegt. Und wir haben halt hier das große Sperrgebiet. Wir haben hier dann das Ferienresort. Und das ist auch relativ groß, wie ihr sehen könnt. Hier unten gibt es noch so einen wilden Wald und zusätzlich auch noch so einen wilden Strand. Also das ist eine ganz interessante Geschichte, den kennen wir nämlich schon. Und an dieser Stelle will ich auch gar nicht zu viel spoilern, zu viel verraten. Seid einfach mal gespannt, was wir dort alles so entdecken konnten. Und wie gesagt, hier ist dann der Besucherstrand und hier gibt es einen Zaun. Und dieser Zaun, der grenzt das eigentliche Gelände, also das Sperrgebiet, dann von diesem Besucherstrand ab. Es ist auch mit Warnschildern irgendwo zugekleistert, dass man halt das Gelände nicht betreten darf und so weiter. Und hier gibt es ein, zwei Betonreste. Also hier sind die Betonreste, ich hoffe, man kann das erkennen. Und hier ist der Zaun. Der Zaun, der das Gelände dann abgrenzt. Dazu gibt es eine Geschichte. Und das ist eigentlich auch der Grund, wieso dieser Stein so ins Rollen gekommen ist. Denn angeblich sollen direkt hinterm Zaun, also schon so dieser Bereich, in circa 10 Metern Tiefe, Minen verankert sein, also sprich Ankertauminen. Dort liegt ihr Anker in 10 Metern Tiefe und der eigentliche Sprengsatz, der ist ungefähr 2 Meter unter der Wasseroberfläche. Das heißt, wenn man zum Beispiel jetzt mit einem Schlauchboot rüberfahren würde oder man schwimmt im Sommer dort rüber, das ist ja nicht weit, jetzt hier vom Zaun bis zu dem ersten Betonklotz, das sind roundabout vielleicht 2 Minuten, die man braucht, um dorthin zu schwimmen. Und dann könnte man sie wohl unter Umständen sehen, wenn das Wetter gut ist, wenn die Sonne wenn die Sonne scheint und das Wasser klar ist. Ne? Sonst natürlich nicht. Ob das jetzt eine Geschichte aus dem Polarmeergarten ist, das kann ich an dieser Stelle nicht beurteilen. Aber was ich euch versprechen kann, ist, genau dieser Sache werden wir jetzt nachgehen. Die Ostsee. Für viele Menschen etwas ganz Besonderes. Ob es das Baden im Sommer ist oder sogar die heilende Wirkung der Meeresluft, die Liste der positiven Eigenschaften ist lang. Aber es gibt auch eine Kehrseite der Medaille. Die Ostsee ist bis heute nämlich relativ unerforscht und so wurde etwa das Projekt Subnordica ins Leben gerufen, dessen Aufgabe es ist, versunkene Landschaften im Nord- und Ostseebereich zu studieren. In den letzten Jahren wurde zunehmend bewusst, dass es eine große Lücke in unserem Verständnis der steinzeitlichen Besiedlungsgeschichte gibt. Bei dieser Lücke handelt es sich um ca. 20 Millionen Quadratkilometer Land, die weltweit während der letzten Eiszeit zur Verfügung standen, da der damalige Meeresspiegel ca. 130 Meter niedriger lag als heute. Aber auch während der Weltkriege, vor allem während des Zweiten Weltkrieges, spielte die Ostsee eine tragende Rolle. Und auch heute noch sind die Überreste und Altlasten des Krieges ein großes Problem. Aktuell liegen noch ca. 1,6 Millionen Tonnen konventionelle Munition und ca. 5000 Tonnen chemische Kampfstoffe in Nord- und Ostsee. Ist der Badespaß also immer noch mit großer Vorsicht zu genießen? Ein Ort, bei dem es so sein könnte, ist Tarnowitz in Mecklenburg-Vorpommern. So Freunde, wir befinden uns jetzt auf dem Gelände und ich würde sagen, wir quasseln jetzt hier gar nicht lange. Schlauchboot ist aufgeblasen
Und ja, wir gehen direkt ins Wasser. Das hier ist das Gebiet, wo wir die Ankertauminen vermuten. Und ich würde sagen, wir werden jetzt herausfinden, ob es sie auch wirklich gibt. In diesem Sinne, viel Spaß und los geht's. Gut. So. Ich würde sagen, ich steig mal direkt ein. Scheiße, das ist so schnell. Ich hab die Bank gelegt. Achso. Ja. Unser Plan war simpel. Wir besorgten schnell ein einfaches Schlauchboot und versuchten das Rätsel zu lösen, bevor die ersten Urlauber kamen. Leider blieben uns dafür nur noch wenige Tage, weshalb das ganze Abenteuer bereits Anfang März durchgeführt wurde. Ja, also bis jetzt ist noch nichts Auffälliges zu sehen. Das Einzige, es ist wirklich sehr, sehr unangenehm kalt. Aber ich würde sagen, wir fahren jetzt mal so einen großen Bogen um diese Betonreste darum. Und dann werden wir das Rätsel gleich gelöst haben. Also Freunde, die erste Testfahrt war erfolgreich. Wir haben hier schon so ein bisschen geübt und ich kann euch an dieser Stelle auch nur eins verraten. Es ist ein wirklich ekelhaftes Gefühl, da mit dem Paddel drin rumzustochern da im Wasser. Was Auffälliges konnten wir nicht sehen. Ich habe die GoPro ein paar Mal ins Wasser gehalten. Das Wasser ist aber auch sehr trüb. Nichtsdestotrotz, jetzt versuchen wir es richtig und zwar genau zwischen diesen beiden Bunkerresten. Also wenn da was ist, dann werden sie da sein. Und wenn nicht, dann ist unsere Aktion an der Stelle auch schon beendet. Mit einer Unterwasserkamera wollten wir dann schauen, was sich unter dem Schlauchboot befindet. Leider schien weder die Sonne noch war das Wasser wirklich klar gewesen, sodass wir nichts Außergewöhnliches entdecken konnten. Auf verschiedenen Seekarten ist das Gelände rund um Tarnowitz als Sperrgebiet markiert und darf nicht befahren werden. Sind wir vielleicht einfach nur mit einem blauen Auge davongekommen und hatten eine Menge Glück? Wir konnten es an diesem Tag nicht herausfinden. Das Ding geht übrigens immer wieder aus, ne? Und wie war die Lage gewesen? Ja, erfrischend. So Freunde, nachdem das letzte Mal die Aktion mit dem Schlauchboot nicht so ganz funktioniert hat, das Wetter war nicht so richtig gut, ne? Das Wasser war sehr trüb, man konnte nicht viel sehen, sind wir auf jeden Fall heute wieder vor Ort und Stelle. Dort hinten, das ist das Ferienresort und dahinter ist das Sperrgebiet. Also das Gebiet, wo wir vor kurzem dann mit dem Schlauchboot aufs Wasser sind. Und jetzt kommt's. Christoph hat beim Spazierengehen einen frei zugänglichen Bereich. Also hier, wo wir gerade sind, das ist alles frei zugänglich. Hier spazieren die Touris. Und dort hat er viele spannende Sachen entdeckt. Ich glaube, die werden wir uns heute mal anschauen, ne? Ja, gerne, wenn sie noch da sind. Also die Halbinsel Tarnowitz war ein Ort technischer Höchstleistungen. Ihre Geschichte beginnt bereits 1933, als die Reichsluftwaffe einen geeigneten Platz für ihre Waffentests sucht. Schnell wird klar, die unberührte Sandbank ist ein geeigneter Ort und bereits 2 Jahre später beginnen die Bauarbeiten. Mit einem verhältnismäßig riesigen Aufwand wird die Halbinsel mit Seesand aufgespült und vollständig mit einer Bitumendecke versiegelt. Die Halbinsel Tarnowitz ist somit also eine künstlich geschaffene Fläche. 1937 nimmt die Erprobungsstelle ihren Betrieb auf. Ja, ist ein schönes Trümmerfeld. Ja, Christoph, erzähl mir doch erstmal, wo hast du uns jetzt überhaupt hingeführt? Was ist das jetzt hier eigentlich? Ja, wir sind immer noch ungefähr so im südlichen Bereich der ganzen Anlage von früher. Was das genau mal hier war, das weiß ich nicht mehr. Wir haben zumindest laut Karte herausfinden können, dass wir zumindest 2 Schießbahnen haben. Okay, eine also links, eine Übungsgelände rechts. Wahrscheinlich. Ja, überall noch was. Wir eben könnten jetzt den ganzen Wald durchlaufen und würden wahrscheinlich was finden. Vorm Ferien Resort, dahinter auf dem Wasser, ne? Im Wasser, ganz genau. Im Sperrgebiet. Hochinteressant. Es ist eigentlich kaum vorstellbar, dass wenn man dann in so einem großen Ferienresort untergebracht ist und links und rechts sind überall
ja, Relikte aus einer längst vergangenen Zeit. Und das hier, wie gesagt, sind nicht Aufnahmen aus dem Sperrgebiet, sondern das ist der öffentlich zugängliche Bereich. Hier sind im Sommer viele hunderte Menschen mit ihren Hunden unterwegs, gehen hier spazieren und dann abends wieder zurück zum Hotel. Also das ist echt abgefahren. Wer als Urlauber nach Tarnowitz kommt und abends vielleicht mit seiner Familie einen Spaziergang durch die Wälder macht, dem ist häufig gar nicht bewusst, in welch einem Pulverfass er sich gerade befindet. Zwar wurde das Gelände, auf dem sich die heutige Hotelanlage befindet, akribisch geräumt, der Rest ist dafür nahezu unberührt. Entgegen aller Behauptung ist auch der nicht eingezäunte Bereich mit Altlasten und Munition verseucht. Alleine die Räumung für den Bau der Ferienanlage brachte 1223 Munitionskörper zum Vorschein. Darunter 6 Tellerminen, 140-200mm Granaten, 38 Handgranaten, Panzerfäuste, Maschinengewehre und vieles mehr. Okay, was haben wir hier Schönes? Munitionsbunker? Ja, ein von 2 bis 3, glaube ich. Achso, es gibt noch mehr, ja? Ja, die genaue Anzahl müssen wir im Buch nochmal nachlesen, weil vieles ist doch schon gar nicht mehr. Allein der ist ja schon größtenteils fast schon zugewachsen. Ja, man sieht es auch. Der ist gesprengt worden. Da geht es dann auch wohl gar nicht weiter, ne? Also du kannst reingehen quasi, nur dass du keine Decke mehr hast. Du stehst auf der Decke quasi drauf oben. Ich wäre jetzt quasi drinnen. Ja. Ja, und ich denke, hier kann man das jetzt auch schön erkennen. Dieser Bunker ist zu 90% gesprengt. Da geht es leider auch nirgendwo mehr rein. Schade eigentlich, ne? Wer weiß, was man da noch für alte Relikte finden würde. Ja. Tarnowitz war eine geheime Waffenschmiede und diente unter anderem als Erprobungsstelle der Luftwaffe. Getestet wurden Rohrwaffen, Munition, Raketen und Bomben, welche von der Industrie neu entwickelt wurden. Alles war streng geheim und nichts, was auf der E-Stelle passierte, drang nach außen. Dabei wurden auf dem Gelände regelmäßig tödliche Unfälle gemeldet, aber auch diese blieben unter Verschluss. Insgesamt kamen bei verschiedensten Tests mindestens 40 Menschen ums Leben. Interessant, die Alliierten wussten bereits 1943 von der Existenz der Erprobungsstelle, trotzdem blieb das Gelände bis zum Ende des Krieges beinahe vollständig von Angriffen verschont. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges übernahmen die Alliierten das Gelände und übergaben es 1952 den DDR-Seestreitkräften. Ja, Christoph, okay. Was sagst du dazu? Ja, interessant, dass die ganzen Tellerscherben angespült worden sind. Ja, ich finde es noch viel mehr nachher noch. Okay, dann lass uns weiter. Nur halt leider ohne Gravur. Nichtsdestotrotz, baden möchte ich da ja im Sommer nicht. Nee, das ist nicht zu empfehlen. Schneidest du die Füße auf. Du meinst, den Haufen vorne hast du auch schon gesehen, oder? Ja, ich habe schon gesehen, dass hier ein paar Munitionsreste herumliegen. Wenn du guckst, hier hast du doch eine Art Markierung, glaube ich. So, und die hast du jetzt das letzte Mal beim Spazierengehen entdeckt, ja? Ja, der Weg ist ja vorher gleich gewesen. Der Weg war keine 3 Meter entfernt. Alter Schwede, hier ist ja alles voll. Es sieht ja so ein bisschen aus, als wenn hier gegraben worden ist und die ausgebuddelt wurden. Ja, auch was gefunden. Alter Schwede. Na, was hast du noch gefunden? Nee, ich hab gefunden. Das war auch noch eine größere Hülse. Ich hab erst gedacht, das wäre was Ganzes, aber zum Glück fehlt vorne was. Wurde hier einfach nur der Müll hingekippt oder warum ich das hier alles so rum? Ich hab ein Haus wahrscheinlich. Ah, da oben. Ja, guck mal, ich sehe schon da, ja. Hier vorne ist was Größeres sogar. Oh, noch mehr. Ich glaube, wir schon so aufdrapiert. Wir laufen ja förmlich auf der Munition herum hier. Alter Schwede. Warum liegt das hier alles? Okay, Christoph. Vorne war das. Das sieht schon komisch aus. Und? Ja, ich würde es nicht anfassen, jetzt ohne Handschuhe. Wenn du es umdrehst, hast du markante Formen nicht. Ich bin Laie, aber... Ja, das ist echt schwer zu erkennen, ne? Das ist alles schon ja auch so zusammengerostet und verrostet. Dreh den nochmal bitte um. Ja, Moment. Tja, ich weiß es nicht. Vielleicht müssen die Zuschauer bis mehr dazu. Freunde, schreibt das doch mal in die Kommentare. Keine Ahnung.
Auf jeden Fall kann ich euch eins verraten, hier ist gerade echt alles voll. Hier läuft man förmlich auf der Munition. Und die liegt hier auch nicht erst seit gestern, denn so wie die Hülsen teilweise schon verrostet sind, das ist kein Prozess, der innerhalb der letzten 10, 20 Jahre abgelaufen ist. Also das könnte tatsächlich wirklich Weltkriegsmunition noch sein. Und ich würde auch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das alles so ungefährlich ist. Nach der Wende zogen die letzten Streitkräfte ab und die Halbinsel wurde demilitarisiert. 2 Jahre später fällt dann auch der letzte Zaun und das Sperrgebiet wird für die Allgemeinheit zugänglich. Auf einmal konnte man sogar den ehemaligen Flugplatz zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto besuchen und Boltenhagen hatte eine Attraktion mehr. Die einst geheime Erprobungsstelle war plötzlich eine Halbinsel für jedermann. Doch der Schein trügt und das Treiben findet ein rasches Ende, als in einem Schacht zufällig eine 5-Zentner-Bombe zum Vorschein kommt. Die Wehrmacht installierte die Bombe in einem Kanalisationsschacht zur geplanten Sprengung der Halbinsel. Sofort kamen die Zäune wieder und die ehemalige Erprobungsstelle wurde wieder zum Sperrgebiet. Und das bis heute. Warum die Bombe von der Wehrmacht nicht gezündet wurde, ist nicht bekannt. Aber auch danach stehen Munitionsfunde auf der Tagesordnung. So zum Beispiel 2 14-Jährige, die mit Handgranaten spielten und ein Versteck mit panzerbrechender Munition fanden. Taucher, die in nur 1 Meter tiefem Wasser ebenfalls völlig intakte panzerbrechende Munition entdeckten. Oder die angespülten Funde am Strand. Die Liste scheint beinahe unendlich zu sein. Alleine am Strand des Ostseebads Boltenhagen wurden 2015 innerhalb von nur 3 Wochen 178 Kilogramm Munition aus dem Sand geholt. Sind die Minen im Wasser also vielleicht doch kein Mythos? So Freunde, nachdem die Aktion jetzt im März doch mehr oder weniger ein kleiner Reinfall war, müssen wir die ganze Sache dann nochmal in den Sommer verschieben und dort nochmal einen zweiten Anlauf starten. Ich möchte nochmal dazu sagen, warum wir das jetzt eigentlich im März gemacht haben. Das hat nämlich einen ganz besonderen Grund und das ist das Ferienresort. Sobald das Ferienresort super besucht ist, gibt es de facto keine Möglichkeit mehr, irgendwie unbemerkt solche Aktionen durchzuführen, weil man wird halt gesehen. Man wird gesehen, wenn man auf das Sperrgebiet läuft, man wird gesehen, wenn man mit dem Schlauchboot dann hinter den Zaun fährt oder ich sag mal hinter den Zaun schiffert. Da wird man dann wirklich von allen Seiten gesehen, beobachtet etc. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir machen das so lange, wie das Resort noch relativ schwach besucht ist. Und das ist es halt im März. Ja, nur leider, ihr habt es gesehen, es war nicht so ganz vielversprechend, also nicht so ganz erfolgreich gewesen. Aber das, denke ich, ist jetzt erstmal kein Problem. Wir werden im Sommer einen weiteren Anlauf starten und vielleicht sehen wir dann ja doch noch ein bisschen mehr. Oder wir sagen einfach Deckel drauf und fertig. Ne? Zudem kommt dazu, und das darf man auch nicht vergessen, es war sehr, sehr kalt. Ich glaube, wir hatten eine Wassertemperatur von 3, 4 Grad gehabt. Und wer dort ins Wasser geplumpst wäre, ich glaube, das wäre durchaus ungünstig gekommen. Und eines kann ich euch auch sagen, umso weiter man nachher mit dem Schlauchboot draußen ist und man sticht dann das Paddel in dieses dunkelblaue Wasser und man weiß eigentlich gar nicht, wo sticht man denn jetzt überhaupt rein. Das war schon ein sehr, sehr eigenartiges Gefühl. So viel dazu. Für alle, die dieses Gelände genauso interessant finden wie ich, denen kann ich das Buch Mythos Tarnowitz empfehlen. Ich habe mir das auch gekauft. Ich habe jetzt die 5. Auflage. Ich glaube, das ist auch die aktuellste. Und das Buch ist einfach super. Ne? Also wer noch mehr Geschichte erfahren möchte, beziehungsweise Zeitzeugen, alte Bilder, das ist einfach klasse. Ne? Nur mal so als kleine Info am Rande. Mythos Tarnowitz heißt das gute Stück. Ja, Freunde, und das soll es dann soweit auch erst einmal gewesen sein. Ich weiß es. Wir werden uns im Sommer auf jeden Fall wiedersehen. Und vielleicht können wir dann, wie gesagt, auch einen weiteren Anlauf starten. Tatsächlich starteten wir Ende Mai einen weiteren Anlauf. Das Wasser war ruhig, die Sonne schien vereinzelt und es war noch relativ leer am Strand. Schnell wurden die letzten Unklarheiten besprochen und dann ging es wieder aufs Wasser. Würden wir heute also einen Mythos belegen können? Also wie ihr seht, wir sind wieder vor Ort und werden gleich das Schlauchboot aufblasen
und dann uns dort das Gebiet nochmal anschauen. Jetzt wird es ein bisschen laut. Ich hoffe, man sieht es. Bundeswehrhelikopter. Ja, nichtsdestotrotz, wir werden, wie gesagt, dort ein bisschen herumschippern, haben uns dazu nochmal eine neue GoPro besorgt. Die kommt dann unter das Boot. Und dann hoffe ich, dass das alles soweit funktioniert und dass wir das Rätsel heute lösen können. Kleiner Test. Es funktioniert alles. Der Zaun kann mit drauf sein, Christoph. Und wie findest du es hier? Kein Kommentar. Also, wir befinden uns jetzt gerade zwischen diesen beiden. Wie das ist da? Paddel uns mal weg. Was hast denn du da jetzt gesehen? Hier, oh, hier ist überall so ein Strudel, ne? Ja, aber der bleibt. Ich halte die Kamera mal ins Wasser. Wie gesagt, wir befinden uns jetzt zwischen diesen beiden Betonresten. Den fahren wir gleich nochmal als zweites an. Dieses Mal war unser Plan ein anderer. Erst einmal fuhren wir mit dem Schlauchboot viel weiter aufs offene Meer als beim ersten Versuch. Und zusätzlich wurde eine Unterwasserkamera direkt unter dem Schlauchboot befestigt. Somit war es möglich, direkt auf dem Smartphone zu sehen, was im Wasser so vor sich ging. Zumindest in der Theorie. Denn obwohl wir eine der neuesten Unterwasserkameras zur Verfügung hatten, funktionierte diese nicht einwandfrei. Die Übertragung auf Smartphone brach regelmäßig ab, sodass wir die Kamera irgendwann einfach laufen ließen. Das Ärgerliche an der Geschichte, wir konnten vor Ort wieder nicht erkennen, was sich unter dem Schlauchboot befindet. Beim nachträglichen Anschauen der Aufnahmen haben wir zumindest nichts Ungewöhnliches entdecken können. Also sind die Seeminen im Sperrgebiet vielleicht doch wirklich nur ein Mythos? Auch beim dritten Versuch fanden wir nichts Außergewöhnliches. Vielleicht lag es daran, dass wir an der falschen Stelle gesucht haben, oder es gibt ganz einfach keine Seeminen mehr. Bei den Betonblöcken im Wasser handelt es sich um die Überreste der Scheibenbrücken. Dort standen Zielscheiben, die vom Flugplatzrand aus einer Schießhalle beschossen wurden. Bei den schiffsähnlichen Überresten auf der Sandbank handelt es sich nicht um ein versunkenes U-Boot, sondern um ein gesprengtes Betonschiff. Die Halbinsel Tanewitz bleibt also weiterhin mit vielen Mythen und Mysterien behaftet. So zum Beispiel die Geschichte von dem versunkenen U-Boot, dem amerikanischen Spion, den versteckten Bunkern auf dem Gelände oder der Seeminen im Wasser. All diese Geschichten können nicht eindeutig belegt werden, wobei der Minenmythos durchaus plausibel sein könnte, wenn man bedenkt, was sich links und rechts des Ferienresorts verbirgt. Mittlerweile ist das eingezäunte Gelände zum Naturschutzgebiet geworden und die Heimat vieler exotischer Pflanzen und Tiere. So siedelte sich zum Beispiel der bizarre Meerkohl an, eine botanische Rarität. Ebenso siedelten verschiedene Arten von Orchideen sich an, alle auf der roten Liste und vom Aussterben bedroht. Neben den heimischen Tieren wie Füchse, Wildschweine und Hasen fanden auch seltene Tierarten hier ihr Zuhause. So zum Beispiel verschiedene Froscharten oder Eidechsen. Wo der Mensch verschiedene Mechanismen zum Töten erprobte, ist nun also das Leben zurückgekehrt.
Und Sven, hast du Spaß? Nein, ich habe überhaupt keinen Spaß. Sieht aber recht spaßig aus, was du da machst. Ha, ha, ha. So, Freunde, das soll es für dieses Jahr auch wirklich gewesen sein. Wir waren jetzt viele Male hier gewesen. Allein diesen Sommer bestimmt 5-6 Mal. Wir haben jeden Stein umgedreht. Wir waren im Sperrgebiet, wir waren auf dem Wasser, wir waren auf dem Bereich, wo die Touris sich so ein bisschen aufhalten. Wir haben den wilden Strand uns angeschaut. Nichtsdestotrotz, wir kennen noch im Grunde genommen gar nichts. Und man kann an dieser Stelle festhalten, wir werden nächstes Jahr sicherlich noch mehrere Male hier aufschlagen. Wir werden auch noch mal ein bisschen auf dem Wasser paddeln dann und vielleicht finden wir ja das, wonach wir gesucht haben. Dieses Jahr haben wir es nicht gefunden, ne? Also selbst mit dem Echolot konnten wir da jetzt keine Auffälligkeiten im Wasser entdecken. Also wer weiß, ob es da wirklich Seeminen gibt oder nicht. Mittlerweile glaube ich es eher nicht. Ich glaube nicht, dass dort welche sind, weil das, was wir so beobachten konnten die letzten Male, ist halt auch, dass dort gelegentlich auch mal ein Schiff vorbeifährt oder ein Boot. Und das würde man theoretisch nicht tun, wenn das alles Kampfmittel belastet ist. Man muss aber an der Stelle auch dazu sagen, es ist rot markiert auf Seekarten. Also eigentlich darf man dieses Gewässer auch gar nicht befahren. Von daher bleibt es erst einmal ein offenes Rätsel. Und ich denke, nächstes Jahr werden wir es in Angriff nehmen und wir werden es lösen. Also bis dahin, haut rein. Ciao, ciao. Also wir können auf jeden Fall festhalten, diese Location verrät verdammt viel über diese Frau. Und du hast gerade noch herausgefunden, sie hatte auch noch was mit der Schilddrüse gehabt, ne? Ja, genau. Was ist das? Mirtazapin? Ja. Kenn ich nicht. Was liegt da unten? Tilidin. Mach mal einmal zu.